Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen das neue Video von Julian Bam rein. Massive Fortschritte am Pool oder extreme Rückschritte, featuring Melina. Also 3 Wochen alt schon, so viel habe ich verpasst. Ich würde sagen, wir gehen da rein. Letzte Woche kam kein Video, weil ich war... Aber heute wird es... Oh, die Sonne kommt! Aber heute wird... Okay, was geht jetzt hier schon ab? Sorry. Okay, Pool-Video. Letzte Woche. Das sechste schon. Haben wir schon so viele Pool-Videos geschaut, oder was? Kam kein Video, weil ich war... Aber heute wird es... Oh, die Sonne kommt! Aber heute wird es umso spannender, denn der Rohrenbro, der war wieder da. Wie heißt er nochmal? Reno, nee, das war nicht der Reno. Oh, passt nicht? Michael. Deswegen trommelt all eure Homies, eure Nachbarn, eure Väter zusammen. Wir müssen ein Gremium halten, denn heute... Was hat du letzte Zeit mit diesen Edits, Alter? Dass er einfach mehrfach spawnt in dem Clip. Heute wird die Poolfilteranlage wieder angeschmissen. Aber die Filteranlage... Sorry, kann man noch unter Videos nach Reactions fragen? Weil ich hatte das letzte Mal gefragt und wollte wissen, ob es immer noch so ist. Ja, du kannst es gerne fragen. Entweder in den Kommentaren unter den YouTube-Videos oder auch gerne bei Instagram einfach privat, falls du es nicht öffentlich schreiben willst. Einfach irgendwo, wo du mich erreichst. Anzumachen, das ist wirklich eine große Ehre. Das muss jemand machen, der auch eine große Ehre mitbringt. Das ist wirklich wie das rote Band einmal durchsteigen. Zack. Deswegen habe ich keine Mühen und Kosten gescheut und jemanden einfliegen lassen. Jemanden von ganz, ganz weit her. Eine Person, mit der ich so viel YouTube-History habe, aber die auf diesem Kanal noch nie gezeigt wurde. Ich wollte gerade schon raten, wer kommt, aber dann ist mir gekommen, dass es ja featuring Melina ist. Also bestimmt Melina. Meine Freunde. Ladies and Gentlemen, mach mal ein bisschen Lärm für... Live with Melina. Oh mein Gott, gut, dass Emil das nicht gesehen hat. Da lief gerade eine Maus. Da ist eine Maus, ja. Das ist ja ultra krass. Krass. So, damit du auch mal Teil wirst hier dieser Poolreihe. Komm später wieder. Das ist so underwhelming. Sie kommt das erste Mal hier rein gerade, steht direkt am Pool und muss irgendwas putzen. So, gar keine richtige Begrüßung, gar nichts. Bisschen sad. Okay. Also wenn du mich jetzt damit alleine lässt, ne? Nein, ich mach imagine, das. Imagine, du geht einfach irgendwie chillen irgendwo. Mit Resto erstmal Podcast aufnehmen. Du machst das? Ja, safe. Ja, falls du mich fragst, was ich die letzten 5 Jahre gemacht habe, das hier. Das hast du gemacht. Also der Pool war quasi vorher gar nicht. Ja, da war nix hier. Aber wir machen eine ganz große Pool-Olympiade. Hier, komm ab. Wie du casually immer die Leute, die hier putzen, auch dann gleichzeitig zur Pool-Olympiade einlädt. Ja, schon ein bisschen Ehre an der Stelle. Papaplatte kommt. Ne, Papaplatte kommt. Ja. Hä? Hab ich's vergessen? Hat Papaplatte schon confirmed? Papaplatte. Grüße an Papaplatte. Ich liebe Papaplatte. Ich habe gesagt, er kommt. Ich habe ihn nie gefragt. Und hast du auch Lust, bei der Pool-Olympiade mitzumachen? Ja, aber nur, wenn Papaplatte zusagt. Boah, dieser Druck auf einmal. Jetzt geht er dann zu Papaplatte und sagt, Melina hat zugesagt, komm mit dazu. Und dann, ja, dann hat es gefaked, bis er es gemaked hat. Ich bin gerne dabei. Ich bin auch gerne ohne Papaplatte dabei. Aber dann halt nur für dich. Jetzt, während hier Melina in Ruhe cashert, wir haben gerade ein Video hochgeladen auf dem Jutmini-Kanal, wo wir ganz weit in die Tiefen der Vergangenheit reinreisen mit einem Video, mit einer Reaktion, und das ist sehr, sehr cool geworden. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, wie lange wir uns schon kennen. Wir sind alt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Melina überhaupt gar nicht verfolgt. Ich weiß nicht, warum das an mir vorbeigegangen ist. Sie war ja wohl doch relativ bekannt und hat auch früher viel mit Ju gemacht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich da gar keine krassen Erinnerungen dran. Weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr da mehr, sage ich mal, relaten könnt in der Vergangenheit, dass ihr mehr von Melina geschaut habt. Bei mir ist das irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber echt komplett vorbeigegangen. Wir hatten eine Pause in unserer Friendship. Nein, das stimmt nicht. Die Friendship hat nicht pausiert. Der Kontakt. Der Kontakt hat pausiert, aber die Freundschaft war immer da. Leute, die immer Kontakt haben, ist auch cringe. Not. Man braucht einen gesunden Abstand, Kappa. Nee, das Ding ist, es ist ja... Also ich finde es cool, wenn man, sag ich mal, mit jemandem befreundet ist und dann auch mal länger nichts geschrieben hat oder sich getroffen hat oder gesehen hat. Aber dann trotzdem, wenn man sich trifft, wie das so ist, als ob man sich jeden Tag gesehen hat und einfach Best Friends ist und einfach so labern kann, als ob nie was gewesen wäre. Bestes Leben, keine Ahnung. Also beste Freundschaften gefühlt. So, Melina cashert jetzt noch so ein bisschen. Genau, hast du was wieder? Also besser als andersrum, obviously, ne? Wenn man sich jeden Tag sieht, aber sich gegenseitig wie Trash behandelt, es ist ja unnötig dann einfach. Podcast zu erzählen, weil Melina hat jetzt bald einen Podcast, den sie startet. Guck mal, du machst keine Werbung für dich. Ich mache die Werbung für dich. Ich glaube, ich muss das machen. Ja, ich mache dein Marketing. Das ist gut. Ich bin hier, um nochmal zu lernen. Oh, fein. Nein, aus. Das war nicht ernst gemeint. Kennst du diese Cleaning-Videos auf Insta? Ich liebe diese. Woher kommt eigentlich dieser süße Hund hier jetzt auf einmal? Hallo?
Erklärung? Oh, ich auch. Das ist cool, aber wir machen was anderes. Komm, der Pool muss ja wieder in Gang gebracht werden. Und deswegen hast du die große Ehre, den Pool anzuschmeißen. Nee, wirklich? Ja. Komm, ich mach dran. Lauf mal ran. Hier läuft gar nichts so, wie es soll. Das ist the Spirit of Pool Videos. Nichts funktioniert hier. Also, ich hab gar keine Ahnung. Du, ist dein Pool. Ja. Also, ich kenne mich da auch herzlich wenig mit aus. Guck, hier muss Wasser rein. Jetzt kannst du den Stecker da rein tun. Weil wir trauen uns nicht, weil wir kriegen immer Elektroschocks. Achso, deswegen darf ich das. Ja, genau. Ich sag. Also. Du bist auch schon Ehrenmann, ne? Lässt irgendwelche Gäste kommen und die dann direkt irgendwelche Elektroschocks abholen. Das ist jetzt, das wird hier so ein, das wird versteckt als, oh, wir machen den Pool an und bumm, das ist der perfekte Mord. Ich brauche ja was für meinen Podcast. Ah, ich habe mich voll erschrocken. Eröffne ich die Poolsaison? Ja. Ne. Was? Tja. Oh, warte. Oh, hier kommt kein Wasser raus, Hinter dir kommt Wasser raus, Spaß, hier kommt kein Wasser raus. Leute, ich habe die Poolsaison offiziell eröffnet. Du hast sie. Wie viel Grad haben wir draußen? Kann mal jemand gucken, wie viel Grad wir haben? Also 8 Grad habe ich gehört. Na, schauen wir mal, ne? Ist ja okay, wenn du jubelst. So, momentan ist es 6 Grad. 6 Grad. Wie lange dauert das, bis das jetzt auf? Boah, 6 Grad Pool. Gar kein Bock, Alter. Wenn ich mir schon vorstelle. Es ist krass, ne? Also ich habe jetzt ja letzte Zeit, bin ich nicht mehr zum Reagieren gekommen, weil ich im Urlaub war. Obwohl das Video ist auch schon 3 Wochen alt. Vor 3 Wochen war es noch so kalt, ne? Also aktuell geht's ja voll vom Wetter, übel nice, irgendwie gefühlt immer 20 Grad, kann man sogar T-Shirt rumlaufen, aber da du noch im Schal eingepackt gewesen vorhin, Junge, belastendes Wetter. Junge, was kommt da rausgeflogen? Oh shit! Ich schwöre, ganz Aachen wird so kalt, dafür der Pool warm, weißt du so. Wie lange braucht es jetzt, bis das so auf 33 Grad ist? 3-4 Tage schon. Dann wisst ihr, wer erst in 3-4 Tagen nach Hause fährt. Wird das auch gleichzeitig gefiltert da hinten? Ja, genau. Es wird dann gefiltert in dieser großen Filteranlage. Dann brauche ich ja gar nicht mehr sauber machen. Ja, das war unnötig, genau. So, Melina ist ertrunken. Bruder, Alter. Diese Pollenallergie zerstört gerade mein komplettes Leben einfach. Alter. Boah, ich fühle es gerade. Ich habe es auch schon kurz bevor ich das Video angefangen habe, gesagt. Also ich wollte den Stream heute auch schon früher starten, aber Pollen haben mich einfach komplett geknechtet, ne? Wirklich, ich musste jetzt gerade alles tun, damit überhaupt zu streamen klappt. Ich habe schon kurz überlegt, glaube ich, Absage, weil es ging gerade gar nicht. Also ich habe pro Sekunde 3 Taschentücher benutzt, um Nase zu schneuzen. Aber jetzt hat es sich ein bisschen normalisiert hier. Aber ich fühle den Pain, ich fühle den komplett. Einmal Antiallergika in meinem Mund. Ach. Wir wollen mal wieder einkaufen und deswegen wird es Zeit für ein geiles Oldschool-Unboxing, meine Friends and Ladies. Rasendünger anboxen, auf geht's, Alter. Ah! Ja. Oh, dicker Einkauf, wenn man bedenkt, die Hälfte ist geklaut worden. Nein, Spaß. Die Anzeige geht um 13 Uhr raus. So, das ist unser Einkauf. Wir haben einen kleinen Flieger. Ja, ich hab selber genug hier. Ich habe hier auch einen ganzen Tisch voll mit so Taschentüchern, ne, falls es doch nochmal kickt. Eine Untertasse gekauft, weil der John hat die letztens kaputt gemacht von uns. Du hast kaputt gemacht? Nee, das ist nicht kaputt. Guck, die ist viel größer. Wow! Das ist natürlich jetzt gerade hier echt Future-Shit. ich wollte gerade genau eins dasselbe sagen, ne? Boah, da kann man halt dann so... Da kann man so Chlortabletten und so ein Stuff reintun, ne? Und dann einfach ins Wasser und dann segelt das einfach so vor sich hin. Wir haben hier Handschuhe, damit unsere Handhaut immer auch schön geschmeidig und weich bleibt. Man weiß ja nie, welches ist, ob man mal ein schönes Gesicht anfassen möchte. Und ihr seht schon, ne? Wir haben ein bisschen mehr eingekauft. Letztes Mal hatten wir auch ein bisschen verkackt mit dem Rasen. Ich sag's mal so. Ja. Haben Sie doch nicht so eine kleine Packung für den ganzen Rasen gekauft, nur für so einen Quadratmeter gereicht? Oder die haben einfach alles auf einen Quadratmeter geschmissen, Junge. Es war schon ein bisschen belastend anzusehen. Und mit dieser herrlichen Dämlichkeit ist es vorbei, liebe Freunde, denn wir haben jetzt richtig viel Saat gekauft. Schau mal, was ist das denn hier für ein heftiges Design von der Packung? Einfach mit so einem Puzzleteil an Rasen, was hier so reingesetzt wird. Junge, das satisfied man. Satisfied ja richtig. Saat, 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 Saat. Handys waren damals so. Und was ist besser als Kombo-Saat? Kompostsaat, da steckt das Power ja schon mit drin, ne? Aktiv, liebe Freunde. ESM zertifiziert, das war mir persönlich sehr wichtig. Ja. Keine Ahnung, Digga. Sehr schnelle und sichere Keimung, auch bei ungünstigen Bedingungen, ne? Darf man nicht vergessen, wir sind ja die ungünstige Bedingung hier für ein Saat. Bereits ab 5 Grad Bodentemperatur möglich, momentan ist 10 Grad. Hier stehen so stronge Sachen drauf, ne? Stark belastbar, schnell keimen, sattgrün, robust, so, Ausbesserung, kahler Stellen. Das war also einfach nur optimal, ne? Also gar keine Nachteile, nur positive. Was mit den Geheimratsecken? Ich sag's mal so. Wir sind durch eure Kommentare tatsächlich richtig rein in die Materie gegangen und haben uns auch noch hier Rasendünger gekauft, der auch dem Moos und dem Unkraut sagt, geh weg! Guck, dass der wegkommt! Boom! Und wir sind sogar noch tiefer in die Materie. Sowas gibt's?
Junge, das ist ja echt wirklich Future Stuff. Reingegangen und haben hier dieses Baby hier gekauft. Rasensand. Den werden wir einfach mit der Rasensaat, mit dem Dünger einfach mal mitstreuen, weil der hilft für optimale Wurzelbildung, bessere Bodenstruktur gegen Staunässe. Also auch wieder einfach perfekt anscheinend. Staunässe auch so ein riesiges. Junge, so Gartenarbeit, ne? Wirkt für mich immer wie so ein richtiges Mysterium. Also, ich meine, klar, es gibt irgendwie Dünger, okay. Es gibt irgendwie so Rasen, okay. Macht man irgendwie Dünger auf Rasen, aber da kann man auch so viel falsch machen, wenn du zu viel drauf machst, wenn du zu wenig drauf machst, wenn du zu viel Wasser machst, zu wenig Wasser. Junge, man muss einfach irgendwie so ein Gott sein, ein richtiger Rasengott, um das zu raffen. Das Thema in meinem Leben immer. Und was ist besser als ein Baby? Ein Zwilling. Ah! Oh, Digga. Ich glaube, ich krieg Allergie von den Sachen hier. Wir haben Erde. Erde. Alter. Aber wir haben ja immer noch so ein paar Löcher in den Garten. Digga. Boah, ich krieg meine Augen gar nicht mehr auf mittlerweile. Weil ich fühl's so krass, ne? Wirklich, ich bin so froh, jetzt nicht mehr draußen zu sein. Gerade vorhin, als ich noch draußen war, war mit dem Hund spazieren, hat's auch wieder so gekickt. Ich war die ganze Zeit nur am Niesen. Eigentlich versuche ich auch immer Allergietabletten zu vermeiden, weil die haben auch so ein paar Nebenwirkungen bei mir. Aber ey, gerade ging gar nicht mehr. Ich so eine Allergie habe. Es kickt gerade so sehr. Ich weiß nicht, ob Dünger, Saat oder Erde gerade in meine Nase reingeht. Leute, die keine Allergie in ihrem Leben hatten, wissen nicht, wie ich gerade leide. Dann haben wir nochmal einen neuen Rechen gekauft, ja. Oh, und hier richtig, ne, zack, zack, ne. Unser alter Rechen ist ja gefühlt vom Zweiten Weltkrieg gewesen hier. Zwei Teleskopstangen hier, Freunde. Wow. So, und jetzt, ne, das habe ich nämlich bei Freddy Krüger gesehen hier. Eine Vertikutiermaschine hier. Oh. Das sieht brutal aus, Freunde. Das sieht echt brutal aus. Kann man vertikutieren. Was ist vertikutieren? Ich muss mal kurz einen Cut machen, die Allergie kickt gerade so heftig. Hi. Entered your channel. Wir machen den Rasen nochmal neu, weil sonst sieht er aus wie bei Trimax. Bei Trimax? Nicht mehr, weil er hat ja jetzt die Haare so schön. Ach so, genau. Ach so, ja, ja. Damit wir dieses Mal nicht mehr failen, haben wir einen Plan gemacht, liebe Freunde. Da kann eigentlich... War das ja gerade eine Anspielung auf die Transplantation oder... Hä? Okay. Nichts mehr passieren. Oh. Maybe. Die Pflanze, Alter! Oi. Ich habe eine richtig gute Idee. Frag mich mal so, ey, was ist das für eine Mütze? Hey, Ju! Was ist das für eine Mütze? Ah, du willst ich würde auch gerne wissen. Was das für eine Mütze ist, die auf meinem Kopf sich da schlafen gelegt hat, ja? Ich habe die einfach jetzt gerade schon geleakt. Das ist die allererste Beanie, die so auf süß, auf Cat, auf flauschig jetzt in den Eternal Gods Store eintreten wird. Sehr süß, liebe Freunde. Katze ist nämlich auch so ein bisschen so der neue Aufhänger für den nächsten Job. Aber mehr sage ich jetzt erstmal nicht an der Stelle. Ich sag nur 9.5. Geht klar, Agent, ich schau dann später. Danke dir. Können wir da mal reinwerfen? Ja, natürlich. Da sage ich natürlich nicht nein. Boah! Boah! Oh Mist! Oh. Das ist jetzt überall ist jetzt Krankheit auf dem Rasen. Kommen wir ganz kurz zum Schlachtplan. Ich erzähle euch mal ganz kurz, was wir vorhaben werden. Also ich weiß, sie haben so heftige Werkzeuge und so Geräte, ne? Hier auch Thomas im Background gerade mit dem Spinny-Spin-Gerät. Aber ich habe noch nie gesehen, wie die es richtig benutzt haben, ne? Außer den diesen Druckstrahlreiniger, den haben sie mal richtig benutzt, aber was ist das denn hier schon wieder? Ihr werdet alle denken, holy shit, Junge. Wir machen den Rasen kurz auf einer Ebene und dann machen wir Shit wegmachen. Das ist so Shit, wie jetzt gerade hier auf dem Rasen liegt, aber halt auch so Blätter, ne? Guck mal, hier ist eine Feder. Weißt du noch, wo das Stifte damals so aussahen? Stifte, ja, Stifte. Oh. Ja, zu der Zeit haben wir auch alle noch gelebt, aber das sah das wirklich noch so aus. Und dann werden wir vertikutieren. Ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Wir werden den ganzen Rasen einmal abgehen. Und was machen wir danach als vierten Schritt? Nochmal vertikutieren? Richtig, und zwar? 90 Grad versetzt. Genau, weil wir wollen jetzt hier nicht Scheiße machen. Wir wollen das hier richtig machen, weil ich glaube, es gäbe keine Größe. Was ist vertikutieren? Ist das irgendwie den Boden auflockern oder was soll das bedeuten? Alter, ich habe das jetzt erstmal in meinem ganzen Leben gehört. Das ist eine Demotivation, als wenn der Rasen danach richtig am Arsch ist. Der wird eh nachher komplett kaputt aussehen, ne? Da dürfen wir keine Angst haben. Nach dem Vertikutieren ist das hier ein Schlachtfeld, ne? Ist ja wie bei Gesichtslaserbehandlung. Da sieht man dann nachher auch aus wie ein Schlacht. Richtig. Fällt. Boah, stell dir mal vor, damit ins Gesicht rein. Das ist doch komplett Horror. Das ist doch komplett, was soll denn das? Ist denn... Dann machen wir hier. Also es ist wirklich beängstigend, wie Thomas mit diesem Werkzeug hier umgeht. Hier den ganzen Sandstuff. Ja. Und dann werden wir das Ganze düngern und dann tun wir diesen ganzen Rasen drauf und dann sind wir durch. Und wenn wir das verkacken, ne, ganz ehrlich, du weißt ganz genau, dann ist die Pool-Olympiade am Arsch, ne? Ja.
Boah, das ist ein bisschen tief hier. Wow, was? Das soll nicht spritzen. Wie, das spritzt ja manchmal, da bist du zu tief. Ja, das wird ja eh gleich alles aufgehäckselt. Das macht dem Rasen keinen Spaß, so zeige ich dir. Nee, also gut wird es hier nach nicht aussehen, wenn ich das zeige ich dir ja auch, ja, ja. Okay. Wow! Das ist das Problem, guck mal, jetzt sehen wir hier das Problem beim Schopf, sagt man das so? Nee. Weil die Erde hier einfach so an den Stein so hochgegangen ist, ne, wegen Erosion, ist es halt sehr, sehr schwierig, ne? Guck mal, der Rasen, der wächst ja auch so richtig hier drüber. Ja, perfekt werden wir es eh nicht kriegen, oder? Doch, das muss perfekt sein. Wir kriegen das nicht perfekt. Boah! Wow! Was machst du? Alles gut. Ich höre immer nur so... Guck mal, ich zeig euch mal, wie der Thomas ganz, ganz schnell arbeitet, ja? Oh! Du musst nur einen Millimeter zu weit und die Dinger hauen dann in den Rasen rein. Ja, aber hier ist ja auch wieder so eine Beule, ne? Ich glaube, das sind so Maulwürfs. Maulwurf. Wow, 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 wow! Hä, machen die das überhaupt richtig? Ich check gar nichts. Alter, mir ist warm, ne? Dann geben sie doch her, ich mach mal. Ich zeig mal, wie das geht hier. So, ganz gefährlich ist die Stelle hier an dem Stein. Das wird immer sehr, sehr laut. Oh, oh. Sehr geil. Oh, was ist das da? Schnell verstecken. Mein, ich habe Asthma. Ja. Asthma. Also, keine Jokes. Ja, safe. Gut bei Asthma. Ich habe Asthma. Ja, ich auch. Krass, wir haben beide Asthma. Du hast kein Asthma. Doch, hat der Arzt gesagt. Ja? Deswegen habe ich Asthma-Spray jetzt hier. Aber hast du noch gar kein Spray da, oder? Doch, ich habe Spray mit Cortison. Aber allerdings, also ich nehme das. An den Rand kommen wir eh nicht dran später. Das können wir auch von dem Rasenroboter machen lassen, den Rand. Guck mal, ich will mal ganz kurz zeigen, warum wir diesen ganzen Bums jetzt gerade hier machen, ne? Wir zeigen euch mal so ein paar Momente. Irgendwie stört es mich schon ein bisschen, dass wir vorher noch dieses Papier da zerhäckselt haben und jetzt einfach alles komplett rumliegt. Warum überhaupt? Junge, jetzt macht ja einfach noch mehr Arbeit. Wow! Guck mal, ich will mal ganz kurz zeigen, warum wir diesen ganzen Bums jetzt gerade hier machen, ne? Wir zeigen euch mal so ein paar Momente des Alterns hier, ja? Guck mal, hier sieht es manchmal so aus. An manchen Stellen ist es sehr moosig. Oh, hier müssen wir aufpassen wegen den Stones. Genau, hier haben wir ja das Problem. Hier können wir nicht vertikutieren, ne? Weil ja hier drunter in so einem Abstand ungefähr geht dieses Kabel, was unser Rasenroboter braucht. Das heißt, wir können ja mit den Vertikutiermessern nur bis hier rein. Bis hier. Ja, aber das ist ja so... Du, was ist das für ein Selbstbild? Hä? Und manchmal sieht es halt auch dann hier so aus, ne? Dann ist dann hier so Kleeblätter. Sowas hier soll durchs Vertikutieren halt auch vermieden werden in Zukunft, dass hier so viel Unkraut wächst. Auch hier sowas, ne? So. Fette Wurzeln hier. Ey, Geist, das... Boah, der ganze Boden. Boah! Junge. Nur die Wurzeln von... Da kommt der ganze Boden raus, ey. Unkraut hier. Es ist so heftig, wie stark die Natur ist. Aber so wird es ja auch nach dem Vertikutieren aussehen, ne? Wird nicht besser, aber... Obwohl du die Tablette genommen hast, musst du nicht noch eine schmeißen? Darf man? Soll ich mal lesen? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, darf man nicht. Wissen, ob man auch zwei nehmen kann. Oh, man kann nicht klar denken, ne, wenn man Allergie hat. Aber weißt du noch, wo du Allergie hattest? Am Arm? Boah, stimmt. Ich hatte ja letztes Jahr beim Dreh die Allergie. Ich habe die Tablette genommen, hab eine Stunde gepennt im Auto. Wir haben gerade entdeckt, dass der Thomas eine Allergie hat. Sie kriegt so Pusteln. Überall. Das haut einen richtig weg, ne? Sag ich dir. Schritt Nummer dos. Shit wegmachen. Okay, rechnen. Guck mal, wir haben ja noch einen richtig... Ey, sie sind wirklich gerade so organisiert. Die haben einfach so einen Punkteplan gemacht. Und Melina... Sorry, dass ich jetzt gerade frage, aber... Aber wohin ist Melina verschwunden? Ist sie schon fertig gewesen und dann abgezischt oder kommt sie dann nochmal? Oder? Ich bin ein bisschen verwirrt. War das nur ein kurzer Gastauftritt? Okay, sehen wir dann. Krassen Rechen, wir haben ja noch so einen besseren Rechen. Der ist aus Metall. Den nehme ich dann, ne? Genau. Weil du, ne? Hier, gedanklich. Komplett eingegroovt. Today's subject, slavery. Aber der ist geil, den ich besorgt habe, oder? Der ist geil. Vor allem hier mit diesem Tool hier. Oh. Cool, danke. Du bist einfach eine Unterstützung. Nimm doch einfach mit dein Metallrechen. Alter. Der ist richtig gut, dieser Rechen. Guck dir das Ding an. Der ist Hammer. Der ist halt komplett... Junge, der ist halt wirklich komplett im Malmer. Gut, wie soll ich damit rechnen? Muss ich vielleicht erstmal daran rechnen. Tipp fürs erste Date so, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Mit so einem Rechen den Rücken von ihr so kraulen. Also ganz ehrlich, das ist so wirklich das Langweiligste, was ich jemals hier gemacht habe am Pool. So. Muss mir helfen. Das ist dein Problem. Das jetzt hier so festhalten. Das ist dein Problem, das Ding. Das hier ist alles dein Problem. Das ich helfe dir bei deinem Problem. Da, 1A Rechen. Ja, das ist der gute Rechen. Bro, ich weiß ja nicht, ne? Rechen auch. Okay, dann rechnen wir jetzt einfach mal. Da ist meine Mutter.
Also ich muss sagen, der rechnet sich schon fancy aus. Der hat mehr Drip. Aber der hat auch schon so diesen Oldschool-Vintage-Style hier. Wer bist du? Hi, wer bist du? Das ist Peter. Peter, guck grad. Boah, wie viele Peters gibt es in den Kommentaren? So richtig mit Peter im Namen auch so. Schreibt mal hier, ich will alle Peters hören. Alle Peters sollen sich mal versammeln. So, wir machen so eine richtige Macht aus Petern. Werden Menschen noch Peter genannt eigentlich? Boah, die krassesten. Die krassen. Ich glaube, selbst gibt es bestimmt noch ein paar. Ich glaube, es ist weniger als damals, aber ja, wahrscheinlich schon. Heißen Peter. Ey, das funktioniert ja gar nicht. Ja. In der Anleitung stand, man muss den Rasen rächen danach. Obwohl, guck mal, hier, teilweise kommt er schon richtig. Ja, das habe ich dahin gerecht. Ach, echt? Ey, ganz ehrlich, das ist für mich Gefängnisarbeit. Das hat mit YouTube nichts mehr zu tun. Ey, gibt's eigentlich Gefängnis-YouTuber, die aus dem Gefängnis ihre Vlogs drehen? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube aber nicht, weil, soweit ich weiß, darf man im Gefängnis kein Handy haben und kein Internet und nichts. Ich glaube nur Fake, war. Ich glaube nicht, dass man da was zeigen darf. Weiß ich nicht. Du kannst ja nicht die anderen Insassen so zeigen. Guck mal, der Anton ist auch da. Nee, aber du darfst dir doch auch, keine Ahnung, wenn du gute Führung hast, so einen Fernseher dir ordern. Da kannst du dir doch auch eine Cam dir bestellen und dann machst du da. Also ich glaube, ich hab von Tomatolix ein Video gesehen. Und die haben einen Fernseher und die dürfen sich auch, sag ich mal, ihre Magazine und Poster und so an die Wand kleben. Aber die dürfen, soweit ich weiß, kein Handy haben, kein Internet und halt generell so nichts, was du nach außen senden kann. Vielleicht mal Telefon, aber halt auch kein eigenes, sondern wahrscheinlich dann dort halt, ja, keine Ahnung warum, wahrscheinlich damit die nicht irgendwelche komischen Dinger noch klären, irgendwie so. Irgendwie weird, aber irgendwie auch verständlich. Immer deine Vlogs. Hi, heute bin ich wieder in der Zelle. Schau mal, der Anton, warum bist du hier? Ach so, wegen Mord. Imagine, du bist dann am Telefon und nimmst Podcast auf mit irgendeinem Podcast-Partner, einfach aus der Zelle raus. Also das hier ist ja komplett dumm. Ey, aber alles geht in die Pythons, musst du denken. Das ist alles gutes Training, ja. Jeder Kratzer ist einmal gut für die Pythons. Ich merke schon wieder, wie ich Fieber bekomme, aber das ist gut, oder? Ja. Beim Rechnen ist es ja ganz wichtig, nicht zu fest. Das ist doch blöd. Ja, du willst ja nur den Dreck rauskämmen, ne? Du willst ja nicht rauskämpfen. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever. Aber ich glaube, das reicht, oder? Ich zeig mal ganz kurz hier unsere Errungenschaft, unser Loot. So, das ist unser Loot. Schmeiß ich jetzt in den Müll. Boah, das sieht ganz schön wenig aus. Also ich hätte gedacht, dass da mehr bei rumkommt. Darfst du gleich nicht mehr in die Augen gehen, ne? In die Augen gehen geht klar. Ja. So, wir haben diese Vertikutiermaschine, in Anführungszeichen Maschine. Das Ding ist komplett auf Manual Mode, ja, da musst du alles komplett selber machen. Aber wir müssen ja auch irgendwie Kosten sparen, weil die Kosten gehen ja auch... Ja, aber es ist ja wahrscheinlich trotzdem besser, als wenn man einfach so eine Hacke hat und dann auch alles einzeln hacken muss. Ich weiß jetzt nicht, was das Ding macht, aber wahrscheinlich tut es irgendwie so in den Boden reinratschen, das irgendwie aufbrechen. Bin ich mal sehr gespannt, wie das dann aussieht, wenn das tatsächlich funktioniert. Die Hauptvideos, die jetzt bald kommen werden, weißt du auch, wann die kommen? Mm-mm. Die kommen am... Okay, cool, dass wir darüber gesprochen ehrenlos, Alter. ...haben. Das heißt, wir werden jetzt mit sehr viel Power und mit unseren Python-Unterarmen hier wirklich, hier so richtige, wie nennt man das? Flug. Was? So ein Flug. Flüge ziehen. Nee, nicht Flügel. Nennt man das nicht einen Flug, was man so auf dem Bauernhof so hinter sich herzieht und damit die Erde... Ich glaube schon, ja. Alle so auf... Flug, sagst du? Nein. Flug ist Flüge. Nee, ich weiß nicht, wie man es nennt. Wir sollten aber schön gerade anfangen. Lass mal so in der Mitte anfangen hier und schon mal eine Bahn nach da ziehen. Aber man sieht doch nichts, weil der Baum doch im Weg ist, das ist oder? Korrekt. Ich habe diesen Baum davor gesetzt, weil es schön aussieht, aber es macht so keinen Sinn, ja. Nee. Ja, wir stellen ihn dahin. Da. Ja, aber ich schaff das aber nicht. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe jetzt gerade 5 Anti-Allergiker-Tabletten in meinem Körper. Kannst du auch mal sagen, dass es so krass ist, dass ich das durchziehen kann? Nee, ich fange jetzt einfach in der Mitte an. Nein, bitte nicht. Wir müssen das richtig machen. Nee, das muss richtig rein. Richtig muss rein. Ja, aber niemand vertikutiert so. Das Ding ist doch schon so ausgelegt, dass du so bist. Niemand, das Ding ist so nicht. Wie funktioniert das überhaupt? Gebaut, dass es so ist. Macht doch keinen Sinn. Nee. Ja, dann lass mich doch mal machen hier. Oh, scheiße. Warte mal, das ist ja jetzt schon kaputt. Scheiße, ich hasse diesen Tag so sehr. Lassen Sie mich mal machen hier. Boah, das macht alles am Arsch, ne? Ja. Ja, Digga, das Ding ist komplett Schrott. Das ist nicht Schrott. Der Boden ist Schrott, der ist so uneben. Ich glaube, es ist Sinn davon, dass alles kaputt geht. Also damit kann ich nehme doch die Erde jetzt einfach die ganze Zeit nur mit. Ja, einfach durch, einfach durch. Ja, das ist doch nicht richtig, dass ich hier so tief sein muss. Doch. Für den Rücken komplett am Arsch. Digga, der ganze Rasen, der f***en wir jetzt komplett. Ja, aber das habe ich ja schon angekündigt. Ich mach jetzt... Ach, guck mal, so ist auch gut, so ist gut, ja. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise. Ja, ja dann hier, Alter. Da wird so lange dauern, das sag ich dir. Das ist eine Aggression. Jetzt, ja, wir müssen halt durch. Du, chill bitte.
Ich komme da nicht weiter, ne? Da ist jetzt irgendwo unten hier auf einmal Betonschicht. Ey, to be fair, ich glaube, ich würde mich 1:1 genauso anstellen. Ich bin so überfordert, was so Gartenarbeit angeht und ich wüsste nicht, wie man das richtig macht. Und dann schaue ich YouTube-Video, dann schaut es alles richtig so Premium aus, perfekt, easy peasy. Leute ziehen durch, dann gehe ich selber ran. Dann sieht es bei mir genau 1:1 aus wie bei Ju. Also, ich kann ihn da gar nicht fronten. Dafür. Boah, das dauert Stunden. Warte mal, du machst ja falsch. Was? Wir dürfen nicht einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Wer sagt das? Die ganzen Anleitungen. Wir müssen jetzt immer nur von da nach da. Okay, warte mal. Hier muss man doch irgendwas umstellen können. Das kann nicht sein, dass ich so tief auf dem Boden sein muss. Ja, aber du kannst ja nichts umstellen. Das Einzige, was sich hier bewegt, sind die Räder. Sehe das als Sport. Sehe das als Sport. Warum ist der eigentlich so kurz, dieses Scheißding hier? Das war so teuer. Jetzt ist Thomas auch direkt mad. Ah, hier ist einfach als Sport. Du kannst das nicht länger machen, ne? So, ja, du musst tiefer. Du musst viel tiefer. Ich bin sehr tief. Nee, du musst viel tiefer. Nee. Ja, das machen wir jetzt jedes Jahr, ne? Einmal. Alter, das ist ja komplett Strafarbeit. Boah, was man da für einen Scheiß rausholt, ne? Das ganze tote Gras, das ist gut. Ich meine, diese Stelle hier, die ist auch so richtig mit Moos, ja, ne? Das ist vielleicht auch ganz gut, dass das kaputt ist. Tritt das. Das geht gar nicht, ey, ne? Ja, komm, Alter, jetzt bin ich auch wütend. Oh. War aber flott gerade. Dann könntest du die Brücke vielleicht noch mal nach da stellen. Ja. Die Brücke, was? Alleingelassen von Thomas. Muss ich jetzt hier vertikutieren. Wenn ich hierfür keinen Preis bekomme am Ende. Einfach nur so ein, nur ein hast du gut gemacht Preis. Von irgendeins Chaya. Ja, da rast ich aus hier, ne? Ah, so ist ich wollte einfach schon gerade fragen, ob sein Garten wirklich so riesig ist, ne? Aber never. So wurde hier einfach wahrscheinlich so mit, keine Ahnung, Autofill oder was auch immer mit dem KI-Sachen da extended. Chaya. Imagine, er müsste das noch alles machen, Junge. 2 Jahre später, dann erst Poolvideos zu Ende. Ja, da raste ich aus hier, ne? Ah, so ist viel einfacher. Wie denn? Ich habe hier den Knopf gedrückt. Was für ein Knopf? Hier sind die Messer weiter oben. Hä? Spaß. Oha, guck mal, wie es da drunter aussieht. Was sind das? Hä? Was sind das für grüne Punkte? Einfach so grüne Punkte drunter. Was ist das? Das, mein Lieber, ist eine ferne Welt. Ich bin komplett am Arsch schon. Boah, vor allem jetzt mit 2 von diesen Tabletten machst du das jetzt. Obwohl, ich kann jetzt parallel schon mal rächen. Alter Schwede. Ah, weg damit. Ich geh gleich richtig schön verschwitzt einmal schlafen, wa? Oh, es klingelt. Wer kann das sein? Egal, wer es ist, der muss vertikutieren. Josh, komm vorbei. So vertikutieren. Das ist ja der Stärkste von uns. Ne? Sehr gut. Boah, die Stange bricht gleich. Weil du so stark bist, für dich ist es gar nichts. Kein Loch machen, das war nicht gut. Aber dafür machst du eine weitere Bahn jetzt. Ach nein. Nee, das war auch zu viel. Scheiße, guck mal hier. Okay. Ja, Jungs, viel Spaß noch, ne? Was für Spaß? Die Stimmung direkt im Keller. Junge, der arme Josh kommt vorbei, ein bisschen Mut zu machen. Viel Spaß, will noch hier alles auflockern und alle direkt mad. Ich glaube, wir haben danach mehr Löcher als vorher. Also ganz ehrlich, langsam habe ich keine Lust mehr auf die Pool-Serie. Ne, hier ist der alte Rasen, auch nicht schön. Hier ist der neue Rasen. Riesengroßer Haufen mittlerweile. Ja, klar. Wenn du da deine Nase reinsteckst, ist vorbei, glaube ich. Hello, Liza. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. Nicht erreichbar. Jojo. Falls du irgendwann mal 2 Minuten Zeit. Thomas organisiert schon Verstärkung oder was geht hier gerade? Zeit hast, melde dich gerne. I know it's been a long time. Haben wahrscheinlich schon alle Thomas und Ju blockiert oder auf Unterdrücken gesetzt, damit sie nicht angerufen werden, bis die Poolserie zu Ende ist. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Melde dich gerne. Die werden einfach gar nicht mehr reden. Hier ist alles am Arsch hier. Ist ja unglaublich, was da an totem Gras drin hängt. Unter jedem Garten ist eine Leiche verbuddelt, ne? Hast du was gefunden? Weiß ich nicht, heb das mal auf und steck es in deinen Mund. Ah. Oh, das ist das, was diese Sugarglider immer essen in den Videos. Hä? Wer weiß, was das hier ist? Das sieht so widerlich aus, wie so ein Kokon. Ich würd's echt... Bah, Digga, das sieht ja richtig eklig aus.
was das hier ist. Das sieht so widerlich aus. Ist das ein Wurm oder ist es irgendwas Pflanzliches? Nee, sieht echt gar nicht lecker aus. Sieht aus wie so ein Kokon. Ich würde es echt mal in den Mund stecken, ne? Tu das mal irgendwo hin, dann beobachten wir das über die Tage. Gucken, was da rauskommt. Da kommt nichts raus, das ist ja schon offen. Ja, dann ist es hier irgendwo in meinen Klamotten. Ah, Hilfe, ah. I am a warrior, I fight till the end. Ich dachte, so rächen ist vielleicht das Chilligere, aber mit der Zeit ist das halt auch nur noch anstrengend. Ja, können auch gerne tauschen. Ach nö, du rächen ist schon ganz chillig. Ja, Freunde. Kurz eine Pause. Ich bin so müde. I ain't no quitter, I'll never give in. Ey, wenn ich mir das so anschaue, ne, hätte ich auch schon ein bisschen Bock, da was zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht so für 5 Minuten oder 10 Minuten würde ich tatsächlich sogar supporten. Not gonna lie. Ich glaube, es kann halt auch wirklich entspannend sein, wenn du da einfach das machst so und dann entspannst und dann so den Boden aufmachst und nicht viel drüber nachdenkst. Musik hörst von mir aus noch. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich so entspannt ist, wie ich es mir gerade vorstelle. Boah, Alter. Was machen wir denn hier? Was machen wir denn hier? Die beiden sind schon so komplett verzweifelt, Alter. Junge, tut mir schon leid. Boah, die Erde ist auch hier so richtig eklig verklumpt, ne? Das ist ja richtig so, boah, so ein Smoothie, den du so 5 Tage stehen lassen hast und den dann trotzdem noch trinkst, weil du einfach so komplett am Arsch bist, so. Dann isst du, trinkst du ja immer diese klumpigen Smoothies. Ich auch nicht, ja. Nee, auch absolut nicht relatable gerade an der Stelle. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir den kompletten Rasen vertikutieren. Aber du hast ja da so deine Vision. Warum sollten wir nicht den ganzen Rasen vertikutieren? Ich dachte halt nur die Geheimratsecken. Nee, alles. Ja, deswegen ist ja deine Idee alles. Ja. Du sagst ja mal. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es Sinn macht, alles zu machen, weil wenn du da nur einzelne Stellen machst, sieht es ja wahrscheinlich kacke aus, weil alles ausgetrocknet ist aus dem Eck dann halt. Ne? Alles. Genau, weil der Rasen dann insgesamt schöner wird. Okay. Guck mal, das ganze Zeug da, ja. Das hindert ja den Rasen daran zu wachsen, ja, zu gedeihen. Weil genau das fand ich sehr schön immer. Nee, hör auf. Boah. Ah. Oh, meine Brust. Gerade so einmal Pop. Pop? Pop, schau bitte. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Scheiße, Mann. Was denkt ihr, 1,5 Stunden lang vertikutieren, wie viel Kalorien verbrennt man? Weil die werde ich heute nämlich noch zusätzlich essen. Einmal gleich so eine richtige saftige Reiswaffel essen. Wenn ich jetzt so eine trockene Reiswaffel esse, direkt Lungendysfunktionalität. Ey, sollen wir mal einräumen? Magst du mir den Müllbeutel aufhalten? Was ist denn Reiswaffeln saftig? Ich habe noch nie eine saftige Reiswaffel in meinem ganzen Leben gesehen. Ich glaube, ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich stehe kurz vor dem Hexenschuss, habe ich das Gefühl. Nee. Erst nach der zweiten Runde kriegst du den. Not our proudest work, ja. Ja, viel ist auch tot, ne? Sagen wir es einfach mal so. Behaupten wir einfach, damit wir das Gefühl haben, dass nicht alles umsonst war. Ich ziehe auch Handschuhe an. Guck mal, hier ist eine Gebrauchsanweisung. Wow, du hast extra kleinere für mich gekauft. Nee, du hast die größeren, weil ich kleinere Hände habe als du. Echt jetzt? Ja. Boah, dafür habe ich viel längere Brustwarzen. Soll ich das lieber machen, okay, wegen der Rollen? Dann musst du auch nicht so tief drüber sein, weißt du? Hallo. Und wir brauchen noch einen Sack. Wir brauchen weiter. Da kam doch einiges dann zustande. Es sah weniger aus, aber es ist ja doch schon, wenn der schon Sack voll macht. Ein Sack. Das ist das, was der Urologe auch zu mir gesagt hat damals. Das. Ein Ei. Ein Stein. Ein Ei. Ein Stein. Boah, einfach eine Metallniete. Stimmt, von irgendeinem Kostüm. Von Julias Kostüm, glaube ich. Stimmt, die hat sich ja hier auf der Wiese gewälzt. Dann wirfst du es einfach weg. Jetzt hätte jemand für 1 Euro gekauft. 1 Euro ist auch 1 Euro. So, jetzt vertikutieren wir noch mal ganz ehrlich. An der Stelle ist auch einfach so. Ja, da ist genau dieser Moment, wo man sich dann so denkt, so, warum ist man nicht so Reaction-YouTuber geworden? Ja. So, wir sind jetzt bei ja. Punkt Nummer 4 angekommen. Noch mal vertikutieren. Moin, Vertikutierfreunde! Kriegst du auch immer so den Vibe von Waffen, wenn du sowas in der Hand hast? Ich bin komplett gegen. Es gibt den Vibe von Mittelalter, aber auf Future angelegt. Also, insbesondere bei diesem Modell Mittelalter, aber auf Future angelehnt. Freunde! Kriegst du auch immer so den Vibe von Waffen, wenn du sowas in der Hand hast? Ich bin komplett gegen Gewalt. Darth Maul, Jedi-mäßig. Nee, das finde ich
Also ich bewahre das Kind immer noch so in mir, aber das finde ich, das ist so für mich kindisch. Das ist nicht kindisch. Das finde ich kindisch. Ja, es ist so, das ist, ich schäme mich jetzt auch. Nee, da ist so mir unangenehm so gerade. Okay, du hast nicht anders gewollt. Die Sonne geht gleich weg, wir müssen fertig werden, sonst sind wir gefickt. Aufpassen, nicht mehr so. Ne, shit. Ja, Retro-Wave hier auf einmal, was ist da los? Ja, ein bisschen sauer schon, ne? Sauer? Warum? Ja, auf den John, dass er so einfach so nicht automatisch hier hilft. So. Weißt du, wo ich mich echt freuen würde? Wenn der einfach mal so sagt, ey, Ju, ey, Thomas, könnt ihr bald mal Hilfe gebrauchen? Genau. Ihr habt mir so eine tolle Bühne gegeben mit diesen Pool-Videos. Ja. Danke, ich würde es gerne wieder gut machen. Ja, verstehe ich nicht. Ist doch kein Freund sowas. Ja, das ist diese neue Generation. Jetzt wird John hier noch gebasht, der Arme, Alter. John, ich denk anders. Ja. Ich würde für John tatsächlich für ein paar Stunden einspringen. Sun is shining. Oh, was ist das eigentlich für eine tolle Kopfbedeckung? Ach so, du willst wissen, was für eine krasse Kopfbedeckung ist. Ja, cool, so mit den Öhrchen. Das ist jetzt ein Zufall, dass du mich fragst, so, weil das ist das neue Piece, was am 9.5. gedroppt wird. Aber nicht nur das, denn was ich hier drunter habe, ist nicht nur ein APEC, sondern das neue Piece. Fassen Sie den nicht an. Was ist denn das für ein geiles Grau? Das ist washed. Washed Grau? Und wenn ich jetzt den Rücken zeige, nee, das ist zu viel, das ist zu viel. Wann kommt das? Oh, viel. Das, der größte Drop, den wir jemals hatten. Der größte Drop ever? Ja. Und wir haben da was Krasses gemacht, was wir noch nie gemacht haben. Ja, seid gespannt. Oh Scheiße. Alter, du hast ja komplett ausgepflügt, ne? Boah. Mir kam gerade einfach Kotze hoch. Wieso? Ja, ich glaube. Okay. Nee, das hört sich überhaupt gar nicht mehr gut an. Medikamente und Vertikutieren ist nicht so eine gute Kombination. Ah ja. Jetzt habe ich es runtergeschluckt. War ja schon mal drin. Hier in den Stein, da können wir nichts machen, ne? Das müssen wir irgendwann mal angehen mit vielleicht. Thomas Bemerkung dazu, ne? Auch. Vielleicht gibt es so einen Mini-Vertikutierer oder so. Irgendwann ist nie, ne? Doch. Nee. Doch. Nee. Ey. Doch. Nee. Alles, was wir hier dieses Jahr im Garten gemacht haben. Hi, schön, dass ihr reinschaut, Young und Alo. Hallo. Das ist schon krass. Wir ziehen das einfach weiter durch. Wir werden einen Weg finden, um die Steine rum alles cool zu machen. Aber nicht heute. Ey, dass du das mit Schal und allem schaffst, ne? Ich check das nicht. Ich schaff das nicht. Ey, hier ist schon wieder so ein Ding. Das ist noch zu. Hallo. Was ist das? Das ist ja richtig. Keine Ahnung, warum ist das überall im Boden bei dem? Soll ich das hintun? In deinen Mund. Ich bin durch. Okay, hier, nimm du dir den, ich nehme mir den anderen Rechen und dann müssen wir noch weiter aufsammeln. Du warst viel zu schnell. Der Regen kommt. Ja, wir müssen. Alter. Auf einmal zu Gollum geworden. Wir kommen zu dem nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, wir machen diesen Sand da überall drauf. Und diese Glocken, ne, die können auch mal ein bisschen chillen. Wie lange geht das schon? Den ganzen Tag schon. Du hörst sie erst jetzt. Ich hab grad nichts Besseres. Oh, Scheiße! Ich hab durchgehauen. Und was soll ich jetzt machen? Ja, gar nichts. Du musst jetzt damit rumrennen und das verteilen während des Rennens. Scheiße, Mann. Okay, ich mach das jetzt, ja? Ja, mach mal. So viel? Ja. Boah! Komm, das muss weniger werden. Das machst du so gut, ne? Ich glaube, ich geh home. Ist das schwer? Junge, sieht ein bisschen viel aus, oder? Es ist zu schwer. So, guck mal. Das ist doch gut. Wie das aussieht. Wie du immer noch dieses Ding in der Nase hast. Ja. Ne? Ich weiß ja nicht. Irgendwie ist da noch viel zu viel so vertrocknetes Gras. Ich bin echt gespannt, wie das dann aussieht am Ende, wenn die das hier fertig haben und das auch mal ein bisschen gewachsen ist. Ein bisschen drauf achten, wir haben zwei Säcke, dass das alles schön gleichmäßig verteilt wird. Ja, gleichmäßig. Sieht absolut gleichmäßig aus. Mäßig, dafür ist es zu spät auf jeden Fall. Ja, ich habe ja gleichmäßig begonnen, ne? Oh, es läuft raus in der Seite.
Digga, ich habe mir mein Wochenende echt anders vorgestellt. Fühlt sich das eigentlich an, als würden wir das gerade richtig machen? Auf gar keinen oder? Fall. Nee, gar nicht. Es sieht auch nicht so aus. Verbrannte Erde. Ey, ich habe gerade richtig Angst, hinten drauf zu lesen, was auf dem Sack überhaupt steht. Ne? Vielleicht steht da drauf nur ein Korn pro Quadratmeter. Oh, oh, oh. Davor, du machst so eine riesige Suppe, Alter. Das ist alles. Oh mein Gott, sag mir doch was. Oh, warte, stimm den mal weg hier. Thomas. Oh. Ja, schauen wir mal, was das wird, Alter. Also, ich weiß nicht, es sieht irgendwie sehr ungleichmäßig aus, ob das am Ende gut aussieht. Schauen wir mal. Ist egal. Ist alles egal. So, jetzt noch den zweiten Sack, würde ich sagen. Das schaffe ich nicht mehr. Denn mein Rücken ist am Arsch. Ja, dann fange ich wieder an. Ich segne gerade diesen Boden hier. Mit dem heiligen Salz. Ich will da immer noch das Stativ stehen haben. Welches Stativ? Oh, das Stativ. Oh, Hilfe, Hilfe. Oh, dieser Huster klingt nach unserem Langzeitstudenten. Dan! Was ist, wenn Dan den zweiten Sack? Jetzt wird er direkt gerufen. Junge, jede Gelegenheit, die sie haben, um jemanden dazu zu rufen, zu unterstützen, die nutzen sie auch, ne? Oh ja, das klingt nach einer sehr, sehr guten Idee, auch sehr fairen Idee eigentlich an der Stelle. Hey Dan! Hey Dan, ganz lieb wird zu Dan sein. Oh, hi Dan. Kannst du mal kurz kommen? Kannst du mal in diesen Sack hier ein kleines Loch reinmachen und dann, so wie Ju, diesen Sand auf der Wiese verteilen? Nein, weil ich jetzt weiter aufbauen muss. In der Scheiße, also Sand ist das? Okay, habe ich jetzt irgendwie vorhin voll überhört. Wieder zu der Lagerhalle? Ja. Du warst nicht nett genug zu Dan, deswegen sagt er nein. Ja, der muss wieder in die Lagerhalle. Ach so, das Shooting, das krasse Shooting, wo wir jetzt heute mal was anderes gemacht haben als sonst für Eternal God, was am 9. Das, was super gut gelaufen ist, wir richtig gut durchgekommen sind und deswegen jetzt eigentlich ganz schnell durchballern wollen, damit wir die Lagerhalle leer bekommen. Okay, das ist natürlich ein Argument. Dann beeilen wir uns jetzt. Spaß, nein. Also, nein, komm, geh Dan. Das dauert eine Stunde jetzt. Alleine deswegen, ne? Nee, Dan, komm. Ich muss aber auch Special-Technik machen. Kannst machen, was du willst. Hauptsache, es wird gut verteilt. Oh Gott, was macht der? Oh mein Gott. Das ist die Langzeittechnik. Okay. Oh mein Gott. Boah. Guck dir den mal an. Hey, okay, Junge, was macht der für ein Speedrun? Dickes Selbstbild. Ey, die Jugend von heute, ne? Da soll mir mal jemand sagen, die chillt nur. Boah, guck dir den mal an. Digga, das ist richtig krass. Was ist denn da los? Was ist das? Das ist einfach Maschine. Was ist das? Jetzt weiß ich, was du studierst die ganze Zeit. Effizienz. Effizienz. Ja, pure Effizienz. Guck dir das mal an. Boah. Digga. Was da für Lines sieht, ne? So richtig so wellenförmig. Alter. Boah. Einfach Kollateralschaden mitnehmen hier an der Stelle. Ey, wenn das deine Perle sieht, ne? Wenn das alle Perlen sehen hier in Deutschland. Also wenn ihr ein E-Girl seid, dann und... Ja, stimmt. An alle E-Girls, ne? Einmal ein kleiner Aufruf. Für Dan. Das macht Dan bei euch im Wohnzimmer. Ihr E-Girls. Krass. Okay, ey. Warte, Dan. Dan, kannst du kurz... So, an jetzt an alle Omas... Das kommt auf die Oma an. Ne? Das kommt jetzt. Wenn das nicht. Ja. Läuft. Boah. Ui, schau mal. Aus mineralischen Stoffen steht hier. Ach so, ja, dann sollten wir. Gehen wir da nach Hände waschen. Alles klar. So, natürlich wären wir nicht. Also, ich hab's jetzt vielleicht verpasst, aber was genau soll dieser Sand jetzt eigentlich bringen, dass er da verstreut ist? Hat es irgendeinen krassen Vorteil? Ich meine, wahrscheinlich, sonst würde man es ja nicht drauf tun. Nicht die Pool-Profis hier in Deutschland, wenn wir nicht auch einen Fehler gemacht hätten, ne? Ja. Deswegen, wir haben vergessen, wir haben ja noch überall ganz viele kleine Lochen. Und die müssen ja mit Erde gestopft werden. Guck mal, hier passt mein ganzer Fuß rein. Ja, genau. Das müssen wir jetzt erstmal machen, bevor wir jetzt immer noch weiter düngern, Rasen machen. Auf einmal kommt der Rasen so und dann gehst du über diesen Rasen, weil du denkst, oh nice, Digga, Rasen, da wollte ich immer schon mal gerne drauf treten. Auf einmal, boom, fällst du in so ein Loch, Falle, dies, das, niemand hilft dir da irgendwie raus. Hallo? Was meinst du, wie viel? Du kannst ja immer so ein bisschen... Ach so, nee, du, ich gehe nach Hause, du. Obwohl, wir dürfen es nicht festtreten, ne? Weil sonst können die Samen nicht... Vielen Dank für den Follow, Teistern. Schön, dass du reinschaust. Keimen. Keimen finde ich ist auch ein krasses Wort. Eigentlich ja, ne? Keimen. So, was machst du heute, Bruder? Ja, ich bin ein Keimen, du weißt. Keimen ist genauso cool wie Kornen. Kornen? Kornan. Kornan. Wenn man so an der Ecke chillt. Ja, ja. Aber du hast... Kann ich dir ein gutes Video empfehlen? Gerne. Schreib mir am besten entweder bei Instagram eine DM oder unter irgendein anderes Reaction-Video einen Kommentar. Dann muss ich da mal reinschauen. Heute klappt es sowieso leider nicht mehr. Ich habe viel zu viele Videos und viel zu wenig Zeit dafür wahrscheinlich. Deswegen, wir schauen heute in die Videos rein und vielleicht dann beim nächsten Mal das, wenn es sich eignet für eine Reaction, muss ich auch noch vorher kurz prüfen dann. Konen gesagt. Das sieht gut aus. Ja, Spot. Zu wenig. Aber gerne, Empfehlungen immer gerne her damit. Mehr. Zu viel. Das ist mein Bruder Sean. Dieses scheiß Rasen hier den ganzen Tag schon. Sollen wir irgendwas krasses über die Hauptvideos droppen? Ein krasses Spoiler. Also ihr werdet auf jeden Fall erfahren, wer der Fremde ist. Aber
Nicht im ersten Video, oder? Du machst ja wieder kaputt. Thomas, ich bin halb direkt wieder raus. Ich nehme gerade Spannung auf und dann kommst du von der Seite und dann machst du wieder kaputt. Wir werden ein bisschen mehr über den Sandmann kennenlernen, weil er ja auch sein eigenes Spin-off bekommt. Sehr hype. Ich bin hype, dass hier Sandmann wieder seinen eigenen Teil bekommt. Über andere Charaktere noch ein bisschen mehr kennenlernen. Über wen? Julia. Man denkt so, Julia ist halt eher so flacher geschrieben so, aber die große Tiefe und Julias Rolle kommt ja erst jetzt, ne? Es wird auch jemand, der ja auch so ein kleiner Liebling geworden ist, von Songs dieser Bohne wieder auftreten. Oha! Ja. Mit kleiner Liebling dachte ich erst, du meinst in der Größe kleiner, du meinst eher von der Rolle. Ja. Aber das sagen wir jetzt nicht, das oder? Wir sagen das auf jeden Fall nicht so. Ja, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren raten und ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter reden... Das war schon viel. Das war schon echt sehr viel, ja. Guck mal, nächste Loch zu. Geht gleich sprechen mit dem Titel dann. Später. Danke dir für die Empfehlung. Du, wo ist noch ein Loch? Hier ist noch ein Loch, ne? Ist das richtig, Ju? Ja, das ist ein Loch, ja. So schnell ist er wieder weg. Ah, heute, ja, Tag, Mann. Scheiße. Das ist wirklich die schlimmste Arbeit. Freunde, wir sind echt happy, wenn dieser Tag um ist, weil dann hängt alles nur noch von der Natur ab, nicht mehr von uns, weil wir wirklich an allen Stellen verkackt haben. Guck mal, ganz ehrlich, das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Hier fehlt uns eigentlich Erde, aber wir haben Trick 17 gemacht. Wir haben einfach alles so ein bisschen runter gemacht. Ich will jetzt nicht auf den Rasen gehen, weil wir das vertikutiert haben, aber das ist ein Chaos. Chaos, das tut richtig weh in der Seele, wa? Sieht wirklich schlimm aus. Drei Packen Saat haben wir. Das muss doch reichen. Lass wirklich auf Highspeed-Modus. Schauen wir mal, wie sie das verteilen. Das ist, glaube ich, das Wichtigere, dass das ordentlich verteilt ist. Machen. Oh, der ist ja grün. Haben wir noch Gras? Ja, weißt du warum? Warum? Der braune, den wir letztens genommen haben, der wird von Vögeln gefressen. Und der grüne wird nicht so schnell gefressen, weil die den nicht checken. Macht mal Vögel. Oh mein Gott. Oh, okay. Grünes Saat für Rasen. Wie random ist das? Gott, pass auf. Sehr trocken. Ja. Das fühlt sich sehr geil an. Guck mal auf der Packung, für wie viel Quadratmeter ist das? Für 50 Quadratmeter. Ja, das kann doch nicht sein. Das sollen 50 Quadratmeter sein, das bisschen. Ich habe gerade wirklich Angst, ne, dass wir, je nachdem wie wir streuen, jetzt gar nicht auskommen werden. Deswegen müssen wir wirklich aufpassen, wie wir das jetzt machen. Guck mal, sieht doch ganz gut aus, oder? Ja. Ist schon fast leer. Nee, wirklich? Nein. Ich meine, hier mache ich auch ein bisschen mehr, weil hier ist ja gar kein Rasen. Da, ganz grüne Körnchen. Okay. Ich weck die so richtig noch so mit diesem Shake. Aufstehen! Was sie wohl denken gerade? Die denken Erdbeben einfach. Wow, das wär's. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Wir haben jetzt nur die Ecke hier. Wie sollen denn drei Stück reichen dafür jetzt? So, Paket 2, Freunde. Wo habe ich jetzt gestoppt? Das ist aber viel zu viel, glaube ich. Oder? Also wirklich, da in diesen billigen Plätzen dahin zu stehen und die ganze Zeit zu meckern. Ich dachte, die billige Plätze, irgendwer muss ja filmen. Mach das schon ordentlich. Boah, Stimmbruch. Ey, ich bin so gespannt, ne? Wirklich, was da am Ende bei rauskommt. Ich brauche dritte Karton. Oh, smarter Boy. Also ich glaube, wenn man den Rasen wieder perfekt haben will, hilft eh nur ein Gärtner holen. Ja, so Landschaftsbauer, wieder neu ausrollen. Ja, wahrscheinlich komplett alles, komplett wegmachen, ist gar nichts mehr da, ist nur noch Erde und dann halt einen neuen draufhauen. Ob wie das dann aussieht, keine Ahnung, Mann. Ich bin echt gespannt. Einfach. Ja. Das können wir nächstes Jahr machen. Nein, mit der Motivation mache ich nicht weiter. So, Alter, jetzt düngern wir den ganzen Bumsen. Haben wir wirklich an der Stelle echt alles versucht. Wir haben jetzt diesen Dünger. Dieser Dünger, wirklich, da setze ich gerade so alles an Hoffnung drauf, weil der soll machen, dass Moos und so dieses Unkraut so stoppt. Und ihr fragt euch bestimmt, was ist denn mit diesen ganzen kleinen süßen Axolotls, die hier im Garten herumschwimmen, ne? Das ist schonend für uns. Schonend für Kaulquappen und so ein Shit. Mehr Schonchen. Nice. Das alles, was halt im Garten herumläuft. Ja, bei Dünger muss man ja immer voll aufpassen wegen Haustieren, ne? Dass die da nicht irgendwie krass in Kontakt mitkommen. Boah, bitte. Funktioniert einfach, ganz ehrlich. Das ist so ein Chaos hier. Am Ende muss es einfach schmecken, die Suppe. Ja? Nee, kein Loch in der Mitte. Nur oben. Nein. Damit. Boah, dieser Dünger. Wer kommt eigentlich auf die Idee, mit einem Brecheisen ein Loch in eine Plastiktüte zu machen? Also Thomas, ne? Stinkt aber auch ein bisschen wie so drei Hunde, wa? Boah, lass riechen. Was ist das? Oh, das ist ja der. Ich habe auch mal Dünger benutzt, der echt komplett gestunken wie der letzte Schmutz. Aber ich glaube, das ist halt, weil da irgendwie so
Dünger ist auch zu Schwefel drin oder irgendwas und es stinkt halt einfach komplett. Das riecht, als wär das Dünger aus Tieren hergestellt. Ja, das ist aus Tieren. Die Tiere, das ist nicht schonend für die Tiere, das ist aus diesen Tieren gemacht. Boah, Staub, boah. 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 Kannst du dir gut vorstellen, vor allem den ganzen Feinstaub noch in die Nase rein zu kassieren. Ich hab so einen roten Kopf jetzt. Boah, ich hab so diesen Staub eingeatmet. Boah. Hallo Julian, der Christa. Ja, schön. Geht's Ihnen gut? Die Dame? Ja. Könnt auch ruhig du sagen. Ja. Löcher gestopft. Genau, wir haben alles selbst gemacht jetzt, ja. Ich glaube, das ist auch das Problem, dass wir es selber machen. Ja, ich dünge einfach mal so ein bisschen. Ah, da kommt mehr Staub als Dünger raus, ne? So, rein damit. Ja. Oh shit, wo war ich gerade? Hier? Das sieht richtig illegal aus, was ich hier mache. Oh. Okay, ist drin. Mit einer Tüte Walter White in der Hand fühle ich mich schon ein bisschen mächtig. Das Problem ist, ich habe halt alles vergessen, wo ich jemals war. Warst du denn schon in der Ecke? Das weiß ich nicht. Mach da einfach mal. Sicher? Weil da war ich schon. Ja? Nee. Hier, Papa, was mach hier? Mal das letzte Stückchen Dünger. Aber nicht einatmen, sonst wirst du Delulu. Solche Nester machen, ne? Wo sich das so richtig häuft mit dem Gras da. Kannst vergessen. Das ist mein Vater. Der hat so heftig OG-Klamotten an hier, wo noch Julian Bam Unterschrift drauf ist. Ja, da waren so 20, 30 so kleine Mädchen. Die hatten gerade schulfrei. Mhm. Und da trauten sich zwei und fragten, dann sind Sie der Vater von Julian Bam? Ich sag mal, wie geil ist das denn? Hast du das denn dran erkannt? Ja, an dem Merch, also hatte ich ein anderes Hemd an von dir. Und wir sehen uns so ähnlich. Ja, das ist ein schönes Kompliment für mich. Oh, das stinkt aber schon wie Hund, oder? Ich riech nur das, was mir schmeckt. Bist du barfuß hier hingekommen? Ich kann mir nicht jede Woche neue Schuhe kaufen. Letzter Schritt. Wir werden jetzt alles so heftig bewässern, wie es nur geht. Ist die Poolfilteranlage, by the way, aus? Wir machen die gleich einfach wieder an. Die neue Mütze ist dreckig geworden. Ey, du hast so viel Dreck da jetzt drauf. Oh, schön. Was haben wir denn noch für Modi? Also pissig, ne? So scheißt du. Okay. So much info. Was ist das denn für eine Mist? Das ist aber 80 Mal gestorben. Das hat sich ja komplett verabschiedet. Mama, du kriegst es auch morgens süß. Das krieg ich nicht mehr reinkarniert, oder? Wir haben jetzt alles getan. Ja, wir haben so viel getan. Eigentlich müsste Karma uns belohnen. Eigentlich ist es echt so. Ja, jetzt müsste so irgendwie so Nature-Gott zu uns kommen und sagen, hier, nimm mal ein neugeborenes Kind so. Und das ist so einfach Geld. Ich meine, selbst wenn wir was falsch gemacht haben heute. Nature-Gott und das neugeborene Kind ist Geld. Was ist das für eine Storyline? Alter? Niemand kann uns vorwerfen, wir haben irgendwie nicht alles versucht, das stimmt. Ich finde, dafür sollte man auf jeden Fall mal diese Mütze kaufen. Oh ja. Klitschnass, klitschnass. Ich bin auch schon klitschnass. Sollen wir einen Regenbogen machen? Klappt das? Oh! Müssen wir jetzt eh täglich machen. Ja. Ich glaube, wir haben es, oder? Wir sind fertig. Nee. So, Freunde. So, ich bin ein bisschen am Arsch gerade. Ich hoffe, der ganze Bums hat sich gelohnt, ne? Weil ganz ehrlich, dieser Rasen, der ist echt wirklich zum Verzweifeln. Ich habe auch jetzt gerade gar nicht mehr so viele zu sagen. Also. Außer natürlich, nächste Woche kommt auf diesem Kanal, auf dem Bully & Jam Kanal, ein ganz, ganz besonderes Video. Es ist für mich auf jeden Fall ein ganz besonderes Video. Es hat ein bisschen was hiermit zu tun, es hat auch ein bisschen was hiermit zu tun, ja. Weil ihr wisst, ne, wenn wir hier parallel am Pool arbeiten und parallel an den Hauptvideos arbeiten, arbeiten wir auch parallel noch an unserer Brand und da haben wir wirklich lange an etwas gesessen. Junge, wir machen ganz schön viel parallel, ne? Also ich hoffe, die überarbeiten sich da nicht. So. Deswegen seid gespannt, was nächste Woche euch hier auf diesem Kanal erwarten wird. So, irgendwann Mitte des Jahres wird es hier eh einen kompletten Switch geben, was den Content angeht. Ich denke mal, manche sagen, ah, ich weiß warum, Julian Bam. Aber ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Was kommt jetzt? Naja, nichts mehr. Ey, sehr gutes Video von Julian Bam. Cool Video. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn euch die Reaction, lasst Julian Bam auf jeden Fall einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Wenn euch die Reaction gefallen hat, lasst mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Würde mich sehr freuen.